Weiter geht's in Sibirien, wo wir es jetzt mal aufgehört haben. Auf der Suche nach einem Unterschlupf, nachdem wir hier ja, vom Berg abgestürzt und in Syrien überfallen worden sind von Trinity, das Artefakt nicht gefunden haben. Vermutet Lara das Artefakt jetzt in Sibirien, wo es saukalt ist. Ja, ich beweg dich doch. Ah ja, das sieht jetzt schon cool aus, wie die hier diese Schneisen in den Schnee zieht. Das hat schon was. Du schaffst das. Mach schon. Komm, komm, komm. Ja, Unterschlupf. Ich würde ja mal die Kapuze aufsetzen. Denn man verliert 30% seiner Körperwärme über den Kopf. Fun Fact. Oh. So ein Zufall, ein Lagerfeuer. Aber es ist ziemlich offen hier. Jetzt Feuer machen. Mit Q können sie mal Objekte markieren. Kann ich das? Aber hier haben wir eh schon. Hier ist ja Holz. Okay, das könnte gehen. Ja, das geht. Nicht genug für die Nacht. Für die Nacht? Ich muss mehr sammeln. Hey. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Oh, was ist das denn? Das sieht aus wie eine Leiche. Ernten Sie Pflanzen, häuten Sie Tiere. Fleisch, aber vielleicht irgendwas Nützliches. Oh, fuck. Oh nein, Wölfe. Ja, das war klar. Na, der ist bestimmt nicht von alleine tot umgefallen. Zurück zum Camp. Das war's schon? Na, dann gehen wir zurück. Immer den Fußspuren folgen, immer den Fußspuren folgen. Beweg dich, Lara. Beweg dich. Zum Glück war hier so ein Camp, wenn hier kein Camp wäre. Tierisch aufgeschmissen. Oh, verdammt. Kann das nicht mal irgendwo spielen, wo es warm ist? Ich hasse das, Spiele im Kalten zu spielen. Oh nein. Aber wirklich windgeschützt ist es da auch nicht. Ja, die Survival-Komponente soll ja bei Rise of the Tomb Raider deutlich mehr in den Vordergrund gerückt sein, als noch im alten Teil, wo sie ja rein optional war. Und hier sollen wir jetzt tatsächlich überleben müssen. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Es war jetzt nicht unerwartet, dass das Trinity ist. Ob der Neo dann auch da ist? Wer weiß. Ah, jetzt baut sie sich einen Bogen. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Ja. Ah, alternative Ausrüstung. Ja, dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Ja, hier kann man sich wohl auch mal Sachen anschauen. Neue Kleidung. Und neue Waffen. Genau. Soll ich jetzt mal upgraden? Mache ich doch glatt. Kostet ein bisschen Holz, ein bisschen Leder. Also, das sind die verschiedenen Elemente, die ich upgraden kann. Kann ich aber nicht. Also, ich kann jetzt erstmal nur das hier upgraden. Dann mache ich das doch glatt. Verstärkte Wurfarme. Ja, man sieht das auch wieder. Das Upgrade direkt am Objekt. Richtig cool. Die anderen? Ja. So, Kleidung. Ja, Kleidung gibt ja wohl auch Gameplay-Vorteile. Und ich habe jetzt wohl eben gerade gesehen, dass ich die Whiteout-Jacke bekommen habe. Sehr schick. Lad, lad, lad. Mhm. Oh, das ist natürlich ideale Bekleidung für die sibirische Tundra. Besser geht's gar nicht.
Ja, das natürlich auch. Ja, wir passen uns natürlich an. Wir nehmen die Whiteout-Jacke. Das sind die verschiedenen Outfits. Wollen wir es auch mal ein bisschen realistisch halten. So, ja, mehr haben wir nicht. Ach, Fähigkeiten kann ich noch upgraden, genau. Was kann ich? Jäger und Plünder, Fertigung, Erkundung. Schauen wir mal, was es da alles gibt. Ja. Was kann man hier? Weniger Schaden durch Feuer. Ah, okay. Okay. Ausweichkonter ist bestimmt praktisch. Oh, das ist auch praktisch. Das ist aber eher so ein Vanity-Dingens. Ich nehme jetzt erstmal den Ausweichkonter. Dann kann ich nämlich durch Drücken von F die Leute schnell ausschalten, wenn ich ausweiche. Ja. Das schauen wir uns später mal an. Schnelle Herstellung. Hm. Okay. Ja. Dann weiter, Lara, ne? Erkunden Sie den Wald nach Hinweisen und für die verlorene Stadt. Neues Dokument. Na, hier wahrscheinlich. Ah, hier oben hat man jetzt auch die verschiedenen Sprachen gesehen, die sie lernen konnte. Mongolisch, Russisch und Griechisch. Ja, das Feuer brennt wahrscheinlich ewig. Pfeile verschießen. So. Drücken Sie beim Zielen die linke Maustaste, halten Sie, um den Schuss zu sich aufzuladen. Okay. Na gut. Und diesmal mit weißem Licht, beziehungsweise mit gelbem Licht. Achso, okay, also Tiere jagen. Gib's mir Ressourcen, genauso wie hier die Bäume abernten. Das da hinten sieht doch aus wie ein Tier, oder? Ah ja, okay, es flüchtet. Das ist wahrscheinlich nur ein... Ah, das sind diese Vögel, okay. Was haben wir hier? Das bekomme ich noch nicht runter. Ah, Seilpfeiler, ja, okay, die braucht man ja. Gab es ja im ersten Teil auch. Ein toter. Whatever, was hattest du so dabei? Gib mir das! Ein Geheimnis entdeckt. Aha. Ah, okay, der entdeckt hier dann so. Dinge. Genau, hier, Forschertasche enthüllen die Positionen von versteckten Ressourcen, Höhlenangängen und Truhen. Ah, hier, ah, das ist... Das Reh hätte ich mitnehmen können, wenn ich es nicht verjagt hätte. Federn wahrscheinlich, genau. Dann schauen wir nochmal, ob wir dieses Reh hier hinten erwischen. Na, das ist jetzt noch zu panisch. Warte mal kurz, bis es fertig ist. So, jetzt steht es nämlich auch wieder da. Können wir schauen, ob wir das mit dem Bogen erwischen. Na, okay, ein Treffer überlebt. Okay, sie kann nicht unendlich die Sehne halten. Schauen wir mal, ob man einen Blattschuss hinbekommt. Hinbekommen ja, bringt aber wenig. Viele Pfeile hat. Achso, da oben steht meine Pfeilanzahl. Okay, gut. Dann verfolge ich mal diese verletzten Rehe hier. Vielleicht kriege ich die ja noch. Ah, hier ist auch nochmal ein altes Camp gewesen. Theoretisch müsste ja, wenn ich der Blutspur folge, müsste ich diese Ruinen hier. Mongolisch. Ja, mongolische Ruine. Und da ist das hinkende Reh. Trinity, Sie sind hier. Ist das gut oder schlecht? Zentrale, hört ihr mich? Ach, Scheiße. Okay, das gab mir Leder. Oh. Oh, Scheiße. Was war denn das? Ja, die werden abgemetzelt, meine Liebe. Ah, hier haben wir wieder Holz, aber das kann ich nicht abernten. Aus irgendeinem Grund. Oder ist das zum Hochklettern gedacht? Nee. Brauche ich wahrscheinlich auch irgendwas. Irgendeine Konstellation, das irgendwas. Um hier hochzukommen. Ja, wie dem auch sei. Ich mache jetzt mal ein bisschen weiter. Das mit dem Sammeln. Mache ich vielleicht einfach mal so nebenbei. Oh, hier ist auch, gibt's auch Hasen. Cool. Ah, da oben hat auf jeden Fall was geglänzt. Ah, Überlebensversteck, okay.
Ja, gab's IP. Gut. Ja. Möchte mich aber jetzt hier eigentlich gar nicht so lange damit aufhalten. Wie gesagt, das Sammeln werde ich irgendwann mal vielleicht einfach so machen. Muss ja nicht aufgenommen werden. Aber da fällt mir ein, ich könnte, wenn ich schon mal hier bin, mal versuchen, in diesen Ast da zu kommen. Okay. Oder auch nicht. Ob man da vielleicht irgendwie ein bisschen rumspringen kann durchs Geäst. Ah ja, geht sogar. Und dann komme ich nämlich auch dahin. Zack. Da haben wir schon so ein Mini-Geheimnis entdeckt. Was gab's? Drei Federn. Cool. Hier könnte ich mich bestimmt durchseilen und lande dann auf dem Boden. Okay. Ah, okay. Ah, mit Leer. Ah, wusste ich doch. Das, ah, so kommt man hoch, genau, und kann sich dann in dem Ast festhalten. Praktischerweise ist der Baum so gewachsen. Dann kommen wir auch hierher. Sehr gut. Ja, schön. Dann geht's weiter. Tiefschnee. Verlangsamt Bewegung behindert einige Aktionen. Wie zum Beispiel existieren. Was mit dem Rotlicht auf sich? Ach, das ist Gefechtsfeldbeleuchtung von Trinity, verstehe. Erkundungsteam, hier Overwatch. Bitte kommen. Erkundungsteam, bitte kommen. Wir hatten Störungen bei der letzten Übertragung. Oh, ein Bär. Oh, fuck. Au. Hab doch Hallo? Zu Hülf! Ein Bär! Au. Ah, okay. Laufen, laufen, laufen. Ah, mit C kann man. Okay. Mit C kann man ausweichen. Wenn man das macht, wenn der Bär nicht angreift, stirbt man sofort. Okay. Vielleicht muss ich mir die Tastatur mal ein bisschen umlegen. Wie schafft man das denn? Gibt's doch gar nicht. Keine Ahnung, wie ich das schaffe. Ob ich hier irgendwo hochkomme oder so? Ach, durch wildes Springen schafft man es also. Aber hau ich den Bär ins Gesicht. Weg, weg. Oh. Oh fuck. Autsch. Ah, okay, gut. Ja, ich sehe schon, man verreckt hier ziemlich oft. Aber die Quicktime-Events sind gut gemacht. Ah. Ich krieg's schon hin. Ich krieg's schon hin. Irgendwann. Jetzt aber. Oh, in den Kopf. Ach, Lara. Aua. Erstmal eine beruhigende Videosequenz. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Hm.
Ich muss die Wunde verbinden. Ja, das musst du. Kräuterstoff und Stoff und eine heilende Salbe herzustellen. Dann machen wir das doch. Diese Blätter sollten die Blutung stellen. Einfach abreißen. Zack! Verband? Was bist du denn? Achso, ein Kanister, okay. Ah, noch mehr Blätter. Blätter, Kräuter, alles mit. Heilung ist immer gut. Oh. Ja, da haben wir doch was gefunden. Ah, okay. Mehr okay. Mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Ja, komm. Finden Sie einen Weg, den Bären zu besiegen. Draufschießen, bis er sich nicht mehr bewegt. Wäre meine Taktik. Okay, ich schätze mal, hier geht's nicht. Hier geht's zwar runter, aber nicht so runter, wie man das möchte. Das ist auch mal sehr selten gespielt, dass man zurückgehend von da, wo man gekommen ist. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ah. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Ja, das könntest du. Finden Sie Pilze für das Giftpfeil-Upgrade. Okidoki. Was haben wir hier? Ah. Eine Eiswand. Stopp. Hack. 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 Ja, das Bergungsgut gab es ja im ersten Teil auch schon. Achso, jetzt muss ich hier im Wald Pilze suchen. Na gut. Wo auch sonst, wenn nicht im Wald. Hallo, Re. Ich lasse dich ausnahmsweise mal in Ruhe. Ah, hier, Kräuter wieder. Aber es geht ja eigentlich um die Pilze, ne? Ah, hier, ach, das sind diese Questmarkierungen. Hoffe ich, denke ich. Ah, hier gibt es mehrere. Sehr gut. Und dann nehme ich mal an, dass ich zu einem Lager muss. Um das Giftfall-Upgrade zu machen. Da hinten scheint es wohl nochmal welche zu geben. Hier war doch so ein Überlebenspunkt, oder? Hat das gerade geglänzt? Okay. Ja, blutende Wunde. Wir rennen trotzdem einfach in der Weltgeschichte rum. Passt schon. Passt schon. Kein Ding. Ich frage mich, wer das da vergraben hat. Große Unbekannte. So, müssen wir hin? Dahin. Ah, war nicht schon da. Oh, Beute. Ein Monolith? Was macht der Monolith? Was anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Mongolische Schrift. Kann sie nicht recht entziffern. Sorry. Was kannst du überhaupt, Lara? Das ist nicht mal mongolisch, bitte. So, zurück ins Camp, sagst du? Das ist da. Dann gehen wir dahin. Naja, ich sollte meine Pfeile mal aufheben und nicht einfach hier wahllos gegen die Reha einsetzen. Mal ein bisschen Holz nehme ich mir noch mit. Die Kräuter nehme ich mir auf jeden Fall auch mit. Alles, was ich auf dem Weg finde, nehme ich mit. Und da ist auch schon das Lager wieder, genau. Aua! Das Reh mich gerade angegriffen. Geht's noch? Hallo Lager. Hallo Lara. Das Inventarmenü. Ja, ich verwende das Inventarmenü und stelle Giftpfeile her. Spezialmunition. Giftpfeile. Ich bräuchte erst geräuschlose Pfeile. Ah, Standardpfeile, okay. Da müsste ich auch mal welche herstellen. Ah, man kriegt immer 5. Das ist natürlich super praktisch. Da lade ich mal ein bisschen auf, bis das Inventar voll ist. Und Giftpfeile natürlich auch. Aber man braucht jeweils 3 Pilze. Okay, ich kann eh nur 2 tragen. Ist das nicht so schlimm? Kann ich dann eine Ausrüstung herstellen? Okay, ein Upgrade für größeren Köcher. Schau ich mal, ob ich auch schon die Möglichkeit habe, meine Waffen abzugraden. Fähigkeiten kann ich verteilen. Waffen, glaube ich, kann ich dann nicht, nehme ich an. Hab ja nur den Bogen. Ne, da habe ich schon alles. Die Axt kann ich auch nicht. Was brauche ich? Leder brauche ich dafür, okay. Ja, da habe ich ja gerade eben schon. Oh, es gibt noch neue Upgrades. Reduziert Schaden durch griechisches Feuer. Kapazität für Spezialmunition. Wow, 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 okay. Das meinen die also, dass es jetzt vonnöten ist, Sachen einzusammeln.
Okay. Verstehe. Dann verteilen wir Fähigkeitspunkte. Verteilen wir mal was in Plünderfähigkeiten. Was haben wir denn hier? Pfeile wiedererlangen. Praktisch. Brauchen wir nicht. Ja. Relativ praktisch. Schauen wir mal, was wir hier haben. Oh, schnelle Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Oh, die bringen mir EP, die durch Objekte. Okay. Annäherungsminen. Das ist praktisch, das werde ich skillen. Oder Bonus-EP. Bonus-EP ist immer cool. Oder Auge für Details. Ne, ich nehme hier die Bonus-EP. Zack. Ja, dann würde ich sagen, schreiten wir in der nächsten Folge zur Bärenjagd. Lass mich ausholen. So, dann ruh dich aus. So müde. Nein, du hörst mir zu. Ich glaube, die Zwischensequenz schauen wir uns noch an. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Sophia, lauf weiter. Na los, wir haben sie. Oh, oh. Oh, scheiße. Oh, die ist gut. Lauf weiter! Die Kenntnis. Die sieht wirklich aus wie die Kenntnis. Oh, fuck. Na, da kann man sich ja denken, was jetzt gerade passiert ist. Schnappt sie euch! Ach, der obligatorische russische Akzent. Wo hast du dich versteckt, Lara? Alle Teams melden. Wie ist die Lage? Over. Hier ist noch ein Cap. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over. Der Punkt ist noch instabil. Bleibt in der Nähe. Wir müssen sie finden, bevor sie wieder auf Raumzug geht. Ja, so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig, ne? Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist, dass mit der Axt ins Gesicht. Aua. Lautloser Kill, natürlich lautloser Kill. Ah ja, super, ich habe jetzt die Pfeile hergestellt und jetzt stehen hier welche. Lass uns mal schauen, wo diese Typen sind. Sehr dezent, sehr dezent. Ja, aber die Bärenjagd und auch die Verteidigung des Camps mache ich in der nächsten Folge. Denn die spannenden Sachen kommen immer erst nach der Werbung. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Eine gute Nacht und wir sehen uns. Macht's gut und tschüss. Hauptsache die Haare sitzen.